Willkommen zum Ranking der Top 10 besten Fahrgeschäfte im Holiday Park. Der rheinland-pfälzische Freizeitpark in Hasloch ist vor allem bekannt für die Achterbahn Expedition GeForce, welche im Jahr 2001 eröffnet hat. In den 20 Jahren hat der Coaster schon viele verschiedene Preise gewonnen und gehört auch bis heute zu den besten Achterbahnen in Europa. Aber auch sonst gibt es im Holiday Park viele andere Attraktionen für alle Altersklassen. Vor allem in den Jahren, seitdem der Park von der Blobster Freizeitparkgruppe gekauft wurde, hat er sehr gut erweitert und erneuert. 2021 hat der Holiday Park zwei neue Fahrgeschäfte eröffnet, den Disco Coaster Die Große Welle und das Splash Battle im Wikiland. Gleich werdet ihr sehen, wie sich die beiden neuen Attraktionen im Vergleich zu den bestehenden Fahrgeschäften schlagen werden. Die Anordnung ist nur meine eigene Meinung von den Fahrten während meiner bisherigen Besuche im Holiday Park. Schreibt euer eigenes Ranking sehr gerne in die Kommentare. Platz 10 – Tabalugas Achterbahn. Der neueste Coaster im Holiday Park hat im Jahr 2018 in der Halle Holiday Indoor eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein Force 2 von Sierra, also um eine Kinderachterbahn. Die Achterbahn befindet sich indoor, das heißt bei jedem Wetter fahrbar und auf jeden Fall auch ganz thematisiert. Für die jungen Gäste und Familien auf jeden Fall eine sehr gute Achterbahn zum Einsteigen. Platz 9 – Splash Battle. Wie der Name schon sagt, ist die Neuheit 2021 ein Splash Battle geliefert von der Firma Mack Rides. Befindet sich im Wikingerdorf im neuen Wikiland, direkt beim Disco Coaster. Die Wasserbahn ist auf jeden Fall sehr schön integriert und angelegt und mit den Wasserpistolen auf dem Boden ist es möglich, die Passanten und ebenfalls die anderen Boote nass zu spritzen. Ich persönlich finde Splash Battle nicht zu herausragend und sind meistens auch nicht so beliebt, aber diese Anlage sieht auf jeden Fall echt gut aus und passt auf jeden Fall super in den Park. Platz 8 – Lighthouse Tower. Das hohe Kettenkarussell ist ein Funtime Starflyer aus dem Jahr 2006, insgesamt 80 Meter hoch bis zu 70 km schnell. Von außen auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Turm. Es gibt eine super Aussicht über den Park. Ich persönlich finde andere Flat Rides deutlich besser als Starflyer, aber trotzdem nette Anlage, meistens auch nicht ganz so voll. Und wenn man sich traut mitzufahren, ist es die Aussicht auf jeden Fall wert. Platz 7 – Wiki Splash. Der 1992 eröffnete Lokflug von Mack Rides hat eine Höhe von 20 Metern, 600 Meter lang und es gibt mehrere Drops, der letzte davon mit einem Hügel drin. Ist auf jeden Fall eine sehr solide Wasserbahn, gibt ebenfalls einen größeren Indoor-Part, ist definitiv eine der besseren Lokflugs in Deutschland und im Sommer bei hohen Temperaturen auf jeden Fall eine sehr willkommene Abkühlung. Platz 6 – Die Große Welle. Die zweite Neuheit 2021, Disco Coaster von St. Perla, 15 Meter hoch, 70 km schnell, kennt man in der Art auch mit der Gestaltung von anderen Blobster-Parks, zum Beispiel in Belgien, aber trotzdem sieht der Ride auch im Holiday Park echt gut aus. Mit den Felsen direkt am Wasser, echt schön thematisiert. Und die Fahrt macht, wie man es von einem Disco-Coaster erwarten kann, auch recht Spaß. Die Sitzposition mit dem Blick nach außen ist auf jeden Fall besonders. Und so ein Familien-Flatride, der für alle geeignet ist und jedem Spaß macht, hat dem Park gefehlt und deswegen eine sehr gute Erweiterung. Platz 5 – Skyfly. Dabei handelt es sich um einen 22 Meter hohen Gerstauer Skyfly und diese Anlagen gehören auf jeden Fall mit zu den besten Flatrides, die es gibt. Im Gegensatz zu Varianten in anderen Parks gibt es hier keine Gondelbremsen. Das heißt, es ist sehr einfach, hier viele Überschläge zu machen. Natürlich ist es ebenfalls möglich, die Fahrt normal zu genießen und einfach einen schönen Blick zu bekommen über die Umgebung, aber wenn man die Flügel abwechselnd richtig bewegt, kann man sehr schnell in die Rotation kommen und wirklich sehr viele Überschläge schaffen. Falls man sich dazu entscheidet, ist es auf jeden Fall sehr intensiv, die ganzen Überschläge, man dreht sie richtig schnell, über 40 Loopings kann man hier auf jeden Fall schaffen, aber trotzdem eine super Mischung, da jeder entscheiden kann, ob er Überschläge machen möchte. Platz 4 – Dino Splash. Die letzte Wasserbahn in Top 10 ist ein Rafting, genauer ein Rapid River von Intermin. Manche von euch kennen die Bahn vielleicht noch als Donnerfluss, wurde aber umthematisiert zu Dinosauriern. Und ich finde die 500 Meter lange Wasserbahn auf jeden Fall sehr gelungen, ist definitiv nicht das beste Rafting, was es gibt. Aber die Thematisierung hat es auf jeden Fall aufgewertet, ein paar Animatronics sind echt nett, allgemein einfach eine solide Fahrt, schöne Wasserbahn, sehr guter Nässegrad, vor allem im Sommer macht es echt Spaß, paar Wassereffekte, Wellenmaschinen, ist hier wirklich alles dabei, um das zu werten. Und allgemein Raftings, tolle Attraktionen. Und auch die Variante im Holiday Park gehört definitiv zu den besten Fahrgeschäften des Parks. Platz 3 – Anubis Freefall Tower. Der 70 Meter hohe, 90 km schnelle Intermin Giant Drop Tower aus dem Jahr 1997 ist auf jeden Fall bis heute immer noch ein sehr guter Freifallturm. Selbst in Deutschland gibt es auf jeden Fall bessere Anlagen, aber im Park auf jeden Fall einer der besten Fahrgeschäfte, die es gibt. Von oben eine sehr tolle Aussicht und der Fall ist auf jeden Fall sehr gut, schöne Airtime, intensiv, macht Spaß. Jetzt keine besondere Sitzposition, aber einfach ein klassischer und echt guter Freefall Tower. Platz 2 – Sky Scream. Bei der zweitbesten Attraktion im Park handelt es sich um eine Premiere Ride Skyrocket 2. Die Achterbahn hat im Park im Jahr 2014 eröffnet, auf der Fläche, wo sich früher die Achterbahn Superwirbel befunden hat. Sky Scream ist ein Triple Launch Coaster, das heißt wir haben drei LSM-Katapultstarts, wo man zweimal vorwärts und einmal rückwärts beschleunigt wird.
Mit ihren fast 46 Metern Höhe ist die Bahn sehr eindrucksvoll. Keine sehr lange Fahrt, nicht mal 300 Meter lang, aber alles in die Vertikale. Es gibt Rückwärtspassagen, das heißt, die Fahrzeit ist nicht schlecht. Und vor allem sehr besonders ist um die Hardline Wall die Inversion, welche oben langsam durchfahren wird und deswegen oben auch super Hangtime, aber trotzdem sehr intensiv. Sehr schöne Erdmomente bei der Auffahrt und bei der Abfahrt. Und die Launches sind dafür, dass es sich um Triple Launch Coaster handelt, sogar relativ intensiv. Das Thema gefällt mir auch, schöne Q-Line, allgemein schöne Anlegung. Der einzige richtig große Kritikpunkt bei Skystream sind wirklich die Züge und die Bügel. Premier Rides kann meiner Meinung nach wirklich keine guten Züge bauen. Ist allgemein bei den Skyrocket 2s, aber auch bei älteren Anlagen der Firma. Die Bügel sind bei hohen Kräften, also Hangtime und Airtime, sehr unangenehm, obwohl es sich hier beim Beckenbügel handelt. Und es gibt ebenfalls nochmal den Schienbein-Extra-Bügel, der einen sehr einengt. Die Züge selber sind sehr eng, das heißt, man kommt kaum in den Zug rein. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht optimal. Aber dafür, dass es von dem Layout so viele verschiedene Anlagen auf der Welt gibt, definitiv ein solider Coaster. Platz 1, Expedition G-Force. Der Intamin Megacoaster aus dem Jahr 2001 ist nicht nur die beste Attraktion im Holiday Park, sondern immer noch eine der besten Achterbahnen in Deutschland und ebenfalls in Europa. Auf der über 1,2 Kilometer langen Strecke bietet G-Force unzählige Hügel mit der besten Airtime in Deutschland. Die Fakten allgemein sind auch echt gut, 120 km Spitze, 53 Meter Höhe. Am Anfang der einzigartige Twisted First Drop, welcher meiner Meinung nach in der letzten Reihe immer noch mit der beste First Drop ist, die es auf einer Achterbahn weltweit gibt. Übertriebene Airtime, man wird einfach nur runtergerissen, muss man definitiv einmal hinten links gefahren sein und sonst auf den Hügeln wirklich super ejected Airtime, die ganze Zeit aus dem Sitz draußen. Wenn sie sich warm gefahren hat, wird es sogar noch besser. Am Anfang erstmal zwei große anhaltende Ejector Camelbacks und am Ende noch ein Twisted Hill und ebenfalls vier kleine Bunny Hubs. Wirklich einfach tolle Airtime, definitiv eine der besten Achterbahnen, die es gibt. Unter 20 Jahren immer noch sehr smooth, tolle Fahrt und bei weitem die beste Attraktion im Holiday Park. Anlegung her ist in Ordnung, Theming ist nicht vorhanden, aber einfach wegen dieser phänomenalen Fahrt auf dem Megacoaster lohnt es sich, den Park zu besuchen. Das waren meine Top 10 der besten Fahrgeschäfte im Holiday Park 2021. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was eure Lieblingsfahrgeschäfte im Park sind und sonst, falls es euch gefallen hat, könnt ihr ebenfalls ein Like da lassen und abonnieren, um den Kanal zu unterstützen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!